Sie sind auf dieses Video gekommen, weil Sie wahrscheinlich einen QR-Code in unserem PAX-Magazin gescannt haben. Dieses Magazin in unserem Jubiläumsjahr will Ihnen einen Überblick geben über die vielfältigen Aufgaben, die wir als Mönche im Stift Admont tagtäglich erledigen und die unsere Vorgänger in den 950 Jahren auch schon getan haben. Meine Aufgabe ist es, Ihnen ein bisschen einen theologischen Hintergrund für diese Aufgaben zu geben. Und dieser theologische Hintergrund, das ist die Regel unseres Ordensvaters, des heiligen Benedikt. Im 6. Jahrhundert schreibt er diese Regel im Kloster Monte Cassino als Hausordnung für dieses Kloster. Und über die Jahrhunderte verbreitet sich diese Regel in ganz Europa, ja heute in der ganzen Welt. Wir fassen sie mit drei Wörtern zusammen, mit Ora, mit Labora und mit Lege. Das Ora, das Gebet, das ist das, was uns zu Herzen geht. Mehrmals am Tag treffen wir uns, um unsere Beziehung mit Gott zu pflegen, unsere Herzen mit dem Herz Gottes zu verbinden, Kraft, Energie zu schöpfen für unsere Aufgaben, aber vielmehr noch unsere Beziehung mit Gott zu pflegen. Wenn wir in der Seelsorge, wenn wir in der Schule von Gott reden, dann müssen wir selbst auch mit ihm in Verbindung sein, um eben gut über ihn reden zu können. Das Herz unseres Klosters, die Chorkapelle, das Gebet. Labora, die Arbeit. Der heilige Benedikt schreibt, dass die Mönche von ihrer Hände Arbeit leben sollen. Alle unsere Mitbrüder gehen verschiedenen Tätigkeiten nach, sei es in der Schule, sei es in der Pfarre oder in vielen anderen Bereichen unseres Klosters. In der Geschichte gab es viele Aufgaben, heute gibt es viele Aufgaben, die haben wir in besonderer Weise versucht, in diesem PAX-Magazin auch darzustellen. Und das Dritte, leider oft vergessen, das Lege, das Lesen. Das Lesen in der Heiligen Schrift, Nahrung für unser Hirn zu haben. Wir lesen in der Bibel, wir lesen gute theologische Bücher. Unsere Bibliothek ist vielleicht ein sichtbares Zeichen dieses Legeauftrages. Zu lesen, dem Hirn Nahrung zu geben, für unseren Alltag, für unsere Aufgaben, auch gerüstet zu sein. Ein Rüstzeug zu haben für das Leben und für das Reden über Gott, für unsere Aufgaben. So wünsche ich Ihnen viel Spaß, viel Freude beim Lesen unseres diesjährigen Magazines, das sicher heuer eine besondere Form hat in unserem Jubiläumsjahr.